Klare Strukturen und authentische Materialien. Moderne Architektur für ein modernes städtisches Unternehmen. Die neue Kanalbetriebszentrale der Münchner Stadtentwässerung. Ein Gebäude mit Werkstattcharakter, das die Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt rückt. Innovation und Perfektion bei der Sicherung der Lebensqualität durch sauberes Wasser ist der Anspruch. Das neue Gebäude, sichtbarer Ausdruck davon. So sind etwa die Umkleiden nicht nur nach neuesten Hygienestandards für saubere und verschmutzte Kleidung eingeteilt. Sie sind, ungewöhnlich für eine Kanalbetriebszentrale, oberirdisch lichtdurchflutet. Die neue Kanalbetriebszentrale ist für alle Bereiche des modernen Kanalmanagements gerüstet. Das beginnt bei Schulung und Training im originalgetreu nachgebauten Übungskanal, wo nicht nur Neulinge beim Thema Arbeitsschutz fit gehalten werden. Diese ideale Trainingsumgebung nutzt auch die Münchner Feuerwehr für Rettungsübungen. Sozialräume wie die großräumige Dachterrasse lassen sich perfekt zum kommunikativen Austausch nutzen. Und auch die hellen, zum Betriebshof hin ausgerichteten Büroräume bieten viel Platz. Neben den administrativen Aufgaben werten hier rund 60 Mitarbeiter unter anderem zahlreiche Messdaten aus dem gesamten Münchner Kanalnetz aus. Damit die notwendigen Arbeiten für Wartung und Unterhalt zeitnah und effizient erfolgen, verfügt die neue Kanalbetriebszentrale über eigene Werkstätten und das Fachpersonal. Die neue Kanalbetriebszentrale. Von hier aus managt die Münchner Stadtentwässerung rund 2400 Kilometer Kanalnetz mit ihren modernen Spezialfahrzeugen und dem Herzblut ihrer Mitarbeiter. Wir handeln nachhaltig für die Zukunft. Münchner Stadtentwässerung.